Ja, Servus und Hallo YouTube. Herzlich willkommen in Italien. Fast wie Urlaub. Wir sind hier auf der Mappa Italia. Ja, ich muss gleich vorweg schon mal sagen, ich hatte ein bisschen, ja, einen kleinen Tiefpunkt, wie ich es mal nennen. Ich war etwas platt vom Arbeiten und alles, was hier noch zu Hause zu machen war. Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen und die will ich jetzt hier wenig fortsetzen. Aber wie gesagt, das ist ja hier wie Urlaub in Italien. Ich werde mir die Map mal ein bisschen angucken, aber wir spielen erstmal ohne Seasons. Einfach erstmal so ein bisschen hier gucken, mal reinschnuppern. Ja, wie angezockt. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind hier auf dem Starthof auf der Mappa Italia vom Edo. Und wie gesagt, großartig hier gibt es nichts, außer vielleicht hier hinten. Ja, das Hühnergehege. Das sind die einzigen Tiere, die wir momentan hier auf den Hof mit bekommen haben. Mehr gibt es hier nicht. Ja, und was gibt es hier noch? Wie gesagt, wir haben ein Feld. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir da ein bisschen Geld rausholen. Ich habe ein paar Schlepper getauscht. Man sieht das jetzt hier oben. Normal sind 100.000 Euro soweit hier im Spiel am Start. Ja, ich habe jetzt hier einen ausgetauscht und den gegen den gleichwertigen Fiat, den 1300er, getauscht. Wir gucken oben mal. Und habe mir noch einen kleinen Schlepper auch passend oder ähnlich rausgesucht. Das ist hier der kleine Ford, der 7610. Ja, und der 1300er von Fiat. Ja, wollen wir mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall mal so gucken, was wir hier so machen. Ich denke mal, wir werden so weit hier mal gucken, dass wir Geld verdienen. Einfach mal ein bisschen zocken, dass ich mal ein bisschen auf einen anderen Gedanken gekommen bin. Es war bis jetzt, wie gesagt, das Jahr. Ich bin auch auf jeden Fall viel dankbar. Erstens mal für die 1000 Abonnenten. Das geht schon wieder etwas mehr in Richtung 1100. Also ein Wahnsinn. Aber wie gesagt, dieses Jahr hat mich ganz schön, ja, Kraft gekostet. Also man glaubt das gar nicht, was hier für eine Arbeit drin steckt. Ja, wie gesagt, vergebt mir auch immer was, oder ich versuche immer, das so weit zurückzugeben. Und ja, vielen Dank erstmal für die ganzen Leute, die mich hier so weit unterstützt haben. Also es ist echt ein Wahnsinn. Gucken mal ganz kurz hier hinten. Also es ist phänomenal. Und lass uns einfach mal hier so ein bisschen zocken. Und dann gucken wir mal, was wir so weit hier an Geld verdienen einnehmen. Ziel ist es auf jeden Fall hier, das ist unser Weizenfeld. Das werden wir mal gucken, dass wir das jetzt so weit hier runterholen und verkaufen. Und Ziel ist es logischerweise, wir machen mal ganz kurz hier die Map auf. Welcher Hof war das? Ich glaube, das war der hier geradeaus. Ja, Ziel wäre, der Hof irgendwann zu bekommen. Dann könnte man nämlich hier drüben den verkaufen. Also, wir hätten hier. Wo sind denn. Ja, hier genau. 276.000 würde das bringen. Und wir müssen ungefähr 400.000 investieren, dass wir hier auf diesen Schweinehof kommen würden. Also das heißt, wir werden so ein bisschen Lohnaufträge machen, ein bisschen auf der Map mal rumfahren. Ja, einfach nochmal so ein Projekt, dass ich nochmal gucken kann, weil ich wollte logischerweise hier auch mal so ein bisschen spielen auf der Map. Ich denke, man wird kein Timeshift oder so gemacht. Ja, nee, machen wir nicht. Habe ich Timeshift gesagt? Timelapse wollte ich sagen. Das wird es auf jeden Fall nicht geben. Mal gucken, was wir so weit hier hinbekommen. Also ich würde sagen, wir fangen mal so langsam an. Wir müssen unten auf jeden Fall erstmal, weil wir hier keinen großartigen Platz haben, die zwei Sämaschinen rausholen, dass wir wenigstens so weit hier an unseren. Ah, komm, wo ist er? Da ist er. Oh. Jetzt müssen wir gucken, ob es auch innen wieder funktioniert. Ja, und das ist jedes Mal. Ah. Jetzt funktioniert es beim zweiten Mal. Musste manchmal einen aussteigen. Beim Simple IC, warum auch immer. Irgendeine Doppelbelegung habe ich da. Gibt aber einige, denen das auch so passiert. Beim Felix Agrable war das auch öfters mal. Er flucht dann immer so ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja auch dementsprechend in dem nächsten LS etwas besser implementiert. Hoffe ich zumindest. Vielleicht sogar von Anfang an. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir unsere zwei Maschinen hier rausfahren. Dass wir mit der Schaltung hier noch zurechtkommen. Dann gucken wir mal.
dass wir das hier so angehängt bekommen. Fahren wir erstmal irgendwo hin. In Italien ist ein Vorteil, es regnet nicht. Dann können wir es erstmal rausstellen. Nur, wo bleibe ich denn jetzt hängen? Ach ja, an der anderen Seemaschine. Nee. Eben komme ich dran. Und dann hängen wir alles dran, dass wir reinkommen. So, einmal heben, bitte. Das funktioniert schon mal soweit ganz gut. Und den Vorwärtsgang nochmal rein. Und die Handbremse noch auf. Ja, ich weiß. GPS ist soweit nicht. Und rückwärts. Da hinten können wir sie nicht hinstellen. Mal gucken, ob wir die mal irgendwo oben hinstellen können. Und dass wir hier nichts kaputt fahren. Na, drehen wir hier gleich mal. Auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Map. Also da gibt es kein Wenn und Aber. Und ich muss sagen, für das der so gute, hochwertige Texturen verarbeitet sind. Also es ist echt Wahnsinn, wie schnell das Ding hier lädt. Wir stellen die mal einfach mal hier ab, würde ich sagen. Gang raus. Jetzt lasse ich die Tür auch mal offen. Bremse raus. Ja, ist ein bisschen hier gekurvere. Aber wie gesagt, das ist ein minimalistischer eingerichteter Hof. Also hier ist so gut wie kein Platz vorhanden. Muss mal gucken, wie wir das so weit hinbekommen. Ah, habe ich es auch noch rumgeschoben. Einmal aussteigen. So. Und dann gucken wir mal unseren Drescher an. Ich habe noch nicht mal drauf gesessen. So, wo soll man den nochmal hinstellen? Wird langsam eng hier. Nein, dann fahren wir mal rückwärts bei die Hühner hier so bei. Ja, da stört sie erstmal nicht. Und dann gucken wir, wie wir das am nächsten irgendwie so weit hier. Handbremse mal rein, Gang raus. So weit hier platzmäßig umordnen, strukturieren, weil das ist ja dann auch immer ein Himmelakt, das immer rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Ah, da muss ich mir das dran gewöhnen. Der wird. So, dann fahren wir das Schneidwerk, hätte ich jetzt gesagt, auch gleich davor. Mit dem Mähdrescher davor rangiert haben. Wird ja auch sonst nichts. So. Oh, es läuft schon dem Schlepper entgegen. Komischerweise. Ah, ich bleib jedes Mal an der Tür hängen. Die geht hier nicht weit genug auf. Das hätten wir schon mal. Licht schließen wir nochmal an. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den dahinter bekommen. Bremse raus.
Ah, sollte aber gehen. Hat aber einen Wendekreis wie ein Panzer, der Fiat. Wie gesagt, ich habe den ausgetauscht gegen Semsein. Ist auch noch drauf, das ist perfekt. Und dann gucken wir mal, wo wir das hier hinstellen. Anhängen wäre von der Seite. Da fahren wir aufs Feld, also würde ich sagen, machen wir den mal hier auf die Wiese. Das sieht schon mal ganz gut aus. Handbremse rein. Zweiter Gang. Ja, erster Gang brauchen wir, glaube ich, bei dem Schlepper kaum. So, das heißt, wir sehen schon mal zu, dass wir hier an unseren Drehschemel so rankommen. Na komm, eine Stufe noch, dann ist er rückwärts. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder am Gatter? Jawohl. Angehängt. Das heißt, den können wir erstmal ausmachen. Sehr schön. Und dann schauen wir uns mal an, was unser Mähdrescher so alles kann. New Holland TX müssten 32er sein, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Müssen wir auch noch mal gucken, wie war das hier? Hier ist auf jeden Fall der Bunker, wo eingebunkert wird auf dem kleinen Hof. Und abgeladen wird, glaube ich, oben raus. Ich muss auch erst mal gucken. Ich habe mich noch nicht weiter hier so weit umgeschaut. Aber ich meine, jawohl, hier wird abgekippt. Also haben wir auch genug Platz. Müssen wir noch mal gucken, wie wir dann hier hinterstoßen, ja, wenn wir alles hinkriegen irgendwie. Wie gesagt, Ziel ist ja hier, wo sind die Leiter? Ja, jetzt klappt sie aus. Sehr schön. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Halt. So. Mal gucken, wie wir jetzt hier wenden können. Wenden in 4 Zügen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, der ist auf jeden Fall einen ganzen Ticken leiser hier. Die Modelle, die der Sam gemacht hat, die sind extremst laut, damit man die auch schön hört. Aber wie gesagt, der Ford ist auch so laut. Aber ein Ticken nochmal leiser wie der Fiat auf jeden Fall. So, dann müsste es jetzt eigentlich so weit funktionieren, dass wir das anhängen können. Werden wir jetzt sehen. Großes Schneidwerk haben wir nicht. Also wie gesagt, bis auf 2 Schleppern. Eine habe ich ausgetauscht und einen habe ich nur zugekauft. Ist hier alles original. Ah, jetzt dreht das. Sehr unschön. Ich glaube, die Leiter haut mir gefühlt immer. Ah, ich muss ja, Entschuldigung, ich muss ja erst anhängen. So. Zapfwelle gibt es hier nicht, oder wie waren das bei dem Modell? Muss ich auch mal gucken. Nein. Also das heißt, wir müssten eigentlich schon dreschen können. Wir schauen uns das mal an.
Anheben tut er auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Jawohl. Haspel nach vorne. Oben war sie schon. Dann ist die abgestellt worden. Ohne, dass die Haspel nach unten gekommen ist. Mal gucken, ob ich so noch ein Stückchen fahren kann. Leicht berg. Mehr geht hier nicht. So, auf geht's. Müssen wir aber gucken, dass wir in Uhrzeiger, im Gegensatz zu Uhrzeiger, nee, im Uhrzeiger 10 waren. Was sage ich denn? Will ich im Abladen. Sonst passt das mit dem Rohr logischerweise nicht. Und dann sehen wir mal zu, was wir hier so an der Ertrag runterkommen. Ich weiß auf jeden Fall, wir können noch mal ganz kurz gucken. Es war nicht, ich habe nichts gemacht hier. Also die Felder sind logischerweise, eben schaltet um, das dauert ein bisschen, nicht gekalkt. Mal gucken, was sonst noch ist. Sonst ist nichts gedüngt, sind sie logischerweise auch nicht. Mal gucken, was Ertrag runterkommt. Werden wir sowieso gleich verkaufen. So, dann gucken wir mal, ob es auch angeht. Hier. Und ausklappen. Ach, ausklappen muss ich ja noch. Müsst ihr gemacht haben. Haben doch ausgeklappt. Wollte auch sagen. Hat aber die Taste nicht angenommen. Okay, weiter geht's. Jawohl, das sieht doch besser aus. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir das Schneidwerk nochmal heben, bevor wir hier. Haspel ist oben. Das heißt, wir könnten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier an die Bedienung. Ich glaube, wir können es häckseln. Schauen wir mal rein. Was sagt er denn? Abschalten, Strohablage. Anschalten müsste häckseln. Ladewagen haben wir keinen. Wir fahren mal ganz kurz außen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, der ist so klein, da kann man auch mit Innenansicht fahren. Das ist schon mal ganz schön. Also wie gesagt, es ist hier wie ein angezockt. Mal gucken, wie es ankommt. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht gibt es dann hier und da noch ein paar Folgen. Müssen wir mal gucken. Wieso fährt denn der so schnell? Oh, der ist auch, ich sehe das gerade, der muss repariert werden. Also es sind alte Geräte, das ist alles gebraucht, wie man hier sieht. Das Einzige, was aufgefüllt war, logischerweise, war der Tank. Also die sind dreckig, sind benutzt und sind auch hier vom Wartungszustand schon in einem Zustand, wo man sagt, man muss langsam reparieren. Man sieht das jetzt hier unten. Also es ist schöner vorbereiteter Spielstand, muss ich sagen. Und wie, was soll ich sagen? Achso, ja, wir wollten ja noch ausführen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Muss ja auch erstmal gucken, wie es angenommen wird. Mich hat auf jeden Fall die Mappa Italia schon immer interessiert. War nur immer auch gar keine Zeit, da was zu spielen. Und jetzt habe ich mir gesagt, das ist fast wie Urlaub in Italien. Wir fahren noch mal ein bisschen außen, ganz kurz. Ja, also die ist so schön, so hübsch gebaut. Ich habe noch eine italienische Map, die man vielleicht auch noch mal zeigen kann. Das ist die vom Sucas. Da habe ich auch schon mal so ein wenig vorbereitet für mich, weil ich ja, wie gesagt, ich hatte keine große Lust, irgendwas aufzunehmen. Ich war relativ platt. Und wie gesagt, wenn das immer so ist, dann kommt auch meistens nichts raus bei den Ausnahmen. Und deshalb habe ich gesagt, dann lasse ich es erstmal, weil irgendwas rauszuhauen oder irgendwas zu machen, was ich, wo die Lust nicht besteht, dann bringt das irgendwie nichts für mich und für euch auch nicht. Aber wie gesagt, mal gucken. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ne? Es sind die letzten. Ja, es geht in die 5 Monate. Es geht rucki zucki. Man weiß ja nicht genau, wann es kommt. Der neue LS. Und da muss man mal gucken, wie lange das überhaupt noch alles so ist. Wie gesagt, die Lust von hinten raus wird bei vielen dann so sein, dass der Hype erst wieder kommt, wenn der neue LS rauskommt. So sehe ich das zumindest. Das war bei allen LS, die ich eigentlich so weit gespielt habe,
fast immer so. Dann war das zum Schluss nur noch ein großes Fiebern, was dann da kommt, beziehungsweise was da passiert. Also man sieht auch, oh, Ertrag gibt es nicht viel. Ja, macht nichts. Wir wollen das ja nochmal auf jeden Fall runterholen und wollen gucken, dass wir hier soweit ja, ein paar Euros zugewinnen. Und dann müssen wir auch nochmal gucken, ob wir noch hier und da noch ein paar Lohnaufgaben übernehmen. Dass wir irgendwo noch ein bisschen zu Geld kommen. Na, hier ist auch gleich die Bahnlinie. Wie sieht es denn aus vom Spiegel? Kann man da fahren? Dem ist es eher bescheiden. Mit dem geht es soweit. Also wenn direkt hinten was ist, sieht man logischerweise nichts. Aber da war schon ein Baum. Fahr nicht mehr so weit zurück, würde ich sagen. Dann klappt das auch. Ja, die Züge fahren hier auch relativ fix vorbei. Man muss aufpassen, wenn man hier ist, hinten ist ein kleiner Weg, wo man die Bahntrasse so weit... Man könnte auch noch mal Außenansicht fahren, das ist so schön. Ja, und was mir auch sehr gut gefällt, es ist sehr, sehr hügelig. Also so, wo ich wohne in Hessen, ist es ähnlich. So leicht Mittelgebirge. Ja, mal gespannt, wie weit, wie gesagt, wir hier kommen. Und ja, wir müssen immer gucken, die Uhr wenig im Auge behalten. Wir werden so ein kleines bisschen länger heute machen, weil es ist ja dann hier das erste Mal Urlaub in Italien. Ja, ich könnte auch wieder mal Urlaub gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, dass das, oder ich denke mal, das wird eh nicht gehandhabt sein. Aber es ist halt immer die Frage, wo kann man hinfahren? Wie sicher ist das alles? Und wenn man zurückkommt, muss man in Quarantäne oder muss man nicht? Das ist alles, das kann sich ruckzuck alles wieder ändern. Also wenn, würde ich wahrscheinlich aus meiner Sicht sowieso nur ja, mit dem Auto irgendwo hinfahren. Also Flugzeuge oder sowas würde ich momentan ja eigentlich meiden, muss ich sagen. Ja, ist auch hier, also es ist richtig cool angelegt, wenn man überlegt, das könnte im Echt auch so sein, dass hier die Bahntrasse ist und das ist ein Feld und die Grenzen, die Feldgrenzen, die schließen sich auch den landschaftlichen Gegebenheiten auch so wenig an. Was da passiert, da ist nochmal wenig Saatgut neben dem Weg gefallen. Sehr, sehr komisch. Ja, ich sehe das aber schon. Die Uhr tickt unaufhörlich. Wir haben noch nicht mal eine Runde hier gepackt. Ja, ist halt ganz kleines Gerät. Eine Runde, ja, und das sind nicht mal 50% im Tank. Also man sieht auf jeden Fall, wie schlecht hier der Zustand der Felder war. Oh, ich habe auch nicht ausgehoben, vergessen. Schande über mich. Aber auf jeden Fall ist es extrem trockenes Getreide. In Italien soll das sowieso, wenn es da nicht viel regnet, denke ich, werden die extrem trockenes Zeug haben. Ich weiß nicht, ob die in Wirklichkeit in bestimmten Bereichen bewässern. Aber ich nehme es mal an. Italien ist ja auch ganz groß im Reisanbau. Ist, glaube ich, Europas größter Lieferant für Reis. Wäre natürlich auch nochmal eine schöne Fruchtart, Getreideart, die im LS reinkommen könnte. Aber du brauchst wieder extremst viele Spezialgerätschaften. Aber wäre sehr interessant, muss ich sagen. Wobei man, wie gesagt, dann festgelegt ist, du würdest auf jeden Fall, denke ich, dann eher ja, in Italien was machen müssen von den Maps. Also Deutschland, glaube ich, gibt es... Also ich wüsste nicht, dass in Deutschland Reis angebaut wird. Könnte natürlich hier und da doch sein. Ich meine, Soja wird ja mittlerweile auch angebaut.
Es ist, glaube ich, mittlerweile nichts mehr unmöglich. Aber wie gesagt, das wäre noch auch noch eine Möglichkeit, die in den neuen LS reinkommen würde. Aber ich denke mal, in der Richtung wird sich da wenig tun. Was ja hier noch kommen soll, ist ja die Pro-Version. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, die Pro-Version heißt nicht Professional oder halt Version, die Geld kostet, sondern die ist umsonst. Und das ist eine erweiterte. Das ist dieses Feld. Man kann es ja ganz kurz nochmal zeigen. Das ist dieses Feld hier hinten. Wo steht Pro-Version? Das ist eigentlich nur dieser Teil, der momentan, ja, sage ich nochmal, geheim ist. Wahrscheinlich wird es was mit Weinbergen werden, anzunehmen. Und da ist er dran, das zu bauen. Und soweit ich das gelesen habe, müsste es so bei 80% Fortschritt sein, wie weit er da schon vorgedrungen ist mit dieser Map. Ja, ist abzuwarten. Wie gesagt, die Uhren ticken halt, ne? Ist es. Auf jeden Fall ein Termin, der festgesetzt ist, wann der neue kommt. Und ist es auf jeden Fall der oder wäre jetzt so der beste Zeitpunkt, halt irgendwelche Neuerungen, Erweiterungen oder neue Maps halt noch zu bringen, weil, glaube ich, einen Monat vorher ist das fast verschwendete Arbeit. Also ich will da keinem so nahe treten und sagen, das ist schlecht gemacht. Die stehen ja teilweise auch unter Druck oder haben Probleme, dass irgendwas nicht funktioniert. Es muss fertiggestellt werden. Aber eine Map, die halt einen Monat bevor der neue LS kommt, halt rausbringt, ist halt eigentlich fast schade dann von der Zeit, die sie nur noch hat. Weil in den meisten Fällen wird da kaum noch was gezeigt von der Map. Bin sowieso mal gespannt, wann die das endgültig rausbringen. Und wie gesagt, gespannt bin ich auf jeden Fall wie ein Flitzebogen. Was halt auch schön war, fand ich jedenfalls, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, dass dieser LS zumindest ja 3 Jahre so zum Spielen da war. Das hat auf jeden Fall einen riesen Fortschritt gegeben für viele Mods, die dann doch noch angefangen, fertiggestellt oder überhaupt angefangen wurden. Weil dieser Rhythmus mit 2 Jahren, finde ich, das ist äußerst knapp. Weil da bist du gerade so, dass alle, sag mal, Kinderkrankheiten bei den meisten Sachen so entfernt worden sind, ausgemerzt sind. Und dann sind oder steht schon in den neuen Startlöchern der neue LS. Und das finde ich meistens ist etwas besser so mit den 3 Jahren. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was die Uhr sagt. Ja, einen Augenblick haben wir noch. Aber wie gesagt, man sieht das jetzt schon. Wir fahren jetzt zweimal hier drumherum. Wir werden nicht mal voll sein. Das heißt, wir kommen noch bis hinten auf jeden Fall, vielleicht sogar hinten hier in der Ecke, wo wir jetzt zuletzt gewesen sind. Und dann werden wir auch noch so ein bisschen, wenn wir hier abfahren, dann auch noch mal. Aber das werden wir diese Folge wahrscheinlich nicht mehr packen und dann auch noch mal die Map so ein bisschen beim Fahren angucken. Wenn wir vielleicht mal hier und da einen kleinen Umweg fahren, wird keine Map-Vorstellung, weil da ist, denke ich, genug schon gezeigt, gemacht und hergestellt worden. Und ich glaube, mir braucht hier nicht mehr viel drüber sagen. Das ist eine der schönsten Maps. Meiner Meinung nach, muss man ja immer sagen. Und von den Texturen bin ich sehr überrascht, dass es dann doch so schnell, erstens schnell lädt und auch hier von den FPS-Zahlen. Also, das ist mit Aufnahmeprogramm hier ja um die 50. Da kann man sich nicht beschweren. Was ich noch runtergeladen habe, es gibt so. Ja, SMI-Modding und Edo-Modding ist ja hier, ne, dran beteiligt. Und die haben dann auch auf ihrer Seite noch so ein paar Mod-Vorschläge, die man hier zum Spielen der Map nicht zwingend, aber ja, gern gesehen, denke ich, runterladen kann und könnte die dann hier mit benutzen. Ich habe ja, so wie gesagt, einiges drauf. Mal gucken, wie weit wir hier und da was einsetzen können. Ist ja, wie gesagt, jetzt bis auf den Ford nichts anderes hier drauf auf dem Hof, was nicht da gewesen wäre. Und wie gesagt, das Einzige, was ich, wie gesagt, ja ausgetauscht habe, war der Fiat. Und dann wollte ich den halt mal vom Sem nehmen, dass ich mit dem auch nochmal gespielt habe. Sonst ist hier LS19 Geschichte und ich habe dieses Teil eigentlich noch nicht mal richtig bewegt.
80%, sehr, sehr wenig. Jetzt haben wir fahren auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Ticken, bis der Mähdrescher voll ist. Und dann werden wir erstmal hier für diesen Teil, diese Folge mal die Aufnahme dann beenden. Aber es ist noch ein kleines Stückchen. Ja, allein dieses kleine Feld, das dauert schon extrem lange. Aber wir wollen mal gucken, ja, wie gesagt, was wir hier einnehmen und wie schnell wir bei diesem Geld sind. Schleppertechnische Sachen und ihr Fahrzeug, ihr Fuhrpark nehmen wir logischerweise dann mit. Den Hof hatte ich mir schon ein paar Mal angeguckt, der ist auch sehr interessant gehandhabt mit diesen Schweinen, die auf dieser oberen Ebene eigentlich gefüttert werden und in der unteren Ebene eigentlich zu Hause sind. Von dem Haupthof oder den großen Hof oben am Berg brauchen wir gar nicht sprechen. Auch ein sehr schönes Teil. Ja, und die Map sieht auch wieder so klein aus und wie gesagt, klar, jetzt, wenn man hier noch mit kleineren Gerätschaften spielt, sieht man erstmal, wie lange das jetzt hier dauert, bis man dieses Feld hier geerntet hat. Und was sehr ungewöhnlich ist, wie gesagt, auf den deutschen Maps hast du immer vom Hintergrundgeräusch den Wind und der ist hier gar nicht integriert. Hier hörst du nur ein paar Singvögel, hier die Raben oder die Krähen besser gesagt, aber du hörst so gut wie keinen Wind. Wenn du die Geiselsberg spielst, hörst du immer, dass es ein Wind rauscht. Das ist hier gar nicht vorhanden. Also wenn hier kein Fahrzeug vorbeifährt auf der Straße oder ein Vogel singt, ist es hier relativ ruhig. Also muss man sich wirklich dran gewöhnen. Oh. War ganz gut geschätzt, muss ich sagen, aber es ist sogar noch etwas weiter, wie wir fahren können. Aber das macht nichts. Wir drehen jetzt hier nochmal und fahren die letzten paar Meter. Ah, wo ist die? Da ist sie. Normalerweise müsst ihr hier bei diesen Böden in Italien, ne, müsst ihr ja eine ganze Ecke mehr an Weizen rauskommen. Aber wie gesagt, das ist alles nicht gedüngt, leider. So wie es vom Stand da weg her war. Nichts mehr gemacht oder ich habe nichts mehr gemacht. Muss man mal gucken, wie es beim nächsten Mal hier wird. Kann man sich ja mal notieren. Wir werden dann sowieso noch ein bisschen lustiger. Wir haben keine schnellen Fahrzeuge. Ja, die fahren alle so um die 30. Der Mähdrescher, glaube ich, ist sogar noch langsamer. 98, 99. Hier kann man ja. Ah, kommen die letzten paar Zentimeter. Jawohl. Erster Teil haben wir geschafft. Aber wie gesagt, das wird noch ein langer Weg. Machen wir kurz den Mähdrescher aus, steigen nochmal aus und laufen nochmal ganz kurz ein bisschen ins Feld rein. Vorsicht, dass wir nicht so großartig einen Flurschaden anrichten, aber es ist noch eine ganze Ecke hier zu dreschen. Ja, wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, das meine ich. Also, man hört so gut wie keinen Wind. Das ist sehr ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse, aber es ist wahrscheinlich auch. Ja, man weiß nicht, wie warm es jetzt hier ist, aber es sieht sehr warm aus. Ein schön Wetterwolken und dann muss man weitersehen. Also wie gesagt, falls euch das gefällt, mal gucken, wie das hier ankommt. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es auf jeden Fall schon mal so ein wenig anspielen, anteasern, die Map, weil sie mir auch so gefällt. Und ich wollte sie auch logischerweise noch, solange der LS19 nur draußen ist, mal spielen. Also ist es auf jeden Fall wert, die runterzuladen und auch mal selbst zu spielen. Also echt ein Wahnsinn. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ne, erstmal vielen Dank für das komplette dieses Jahr, was da passiert ist mit diesen über 1000 Abonnenten. Also da muss ich mich nochmal bedanken und ja, seht zu, dass ihr nicht krank werdet, haltet die Ohren steif und mal gucken, was hier aus diesem Projekt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, macht's gut, ich bin erstmal raus.